Servus und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us Remastered mit Joel und Ellie. Wir sind an der gleichen Stelle wie im letzten Part. Wir legen uns jetzt erstmal ein Brettchen zurecht, um uns auf die andere Seite zu begeben. Okay, wir dürfen den Bogen mal ausprobieren. Das Baby mal aus. Ich hoffe, ich treffe auf dem ersten Versuch. Ja, aber nicht gut genug. Ah, jetzt ist er down. Okay. Da hat es mit dem Headshot nicht ganz Hör mal zu. geklappt, aber der Bogen ist wirklich eine klasse Waffe. Bill ist nicht gerade eine sehr ausgeglichene Person, wenn wir bei ihm sind. Überlass mir das Reden. Hast du gehört? Ja, alles klar. Du musst dich daran halten. Er ist nicht gerade nett zu Fremden. Okay. Bill ist okay. Er braucht nur etwas Zeit, mit dir warm zu werden, okay? Da hätten wir ein bisschen Gesundheit gefunden, die ist allerdings voll. Schade. Gut. Wieder eine Falle. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall aufpassen. Ich habe so das Gefühl, wir könnten die Falle noch Guten brauchen. Tag. Berühr nicht, okay? Lass den Kopf unten, dann klappt das schon. Okay. Hörst du das? Okay. Scheiße, willst du da reingehen? Mal sehen, was wir finden. Du findest meine Leiche, wenn mich der Schlag getroffen hat. Keine Sorge. Das wird schon. Also ich persönlich würde da jetzt auch nicht freiwillig reingehen. Aber wir haben ja wohl keine Wahl. Okay. Alles Schritt für Schritt. Gucken, was wir mitnehmen können. Und bloß nicht entdecken lassen. Verstecken sich denn die kleinen Schweinchen? Dein Ernst? Jetzt summt die hier rum. Wo wir gucken müssen, dass wir nicht entdeckt werden. Weil hier 100 Pro irgendein Viech sein Unwesen treibt. Ein Klicker oder ein Normalinfizierter. Und die summt hier. Oh Mist! Okay, und tschüss! Mann! Ich habe mich zu Tode erschreckt! Ja, sehen wir uns ruhig mal um. Rachel. Ups. Rachel. Nachricht an Rachel. X. Soldiers are going door to door forcing people onto Buses? I hear yelling a couple of building down. Time's running out. I tried calling, waiting. I don't know what to do, but I can't wait anymore. I've thrown most of our stuff into a couple of suitcases. I'll be waiting for you in the quarantine zone. Come find me. I'll see you soon, Ezra. Also, da hat einer die Segel gestrichen. Ob sie sich hier gefunden haben? Woher soll ich das wissen? Ich finde es jedenfalls schön. Ja, er haut ab, lässt sie zurück und sagt ihr dann, ja, ich ko komm einfach nach, das schaffst du schon. Ja, würde ich genauso machen, ne? Wenn man eine Freundin hat oder eine Frau und Big Love Gelaber vorne, hinten und dann lässt man sie zurück und sagt, ja, komm doch nach, ich warte dann schon mal hier im sicheren Hafen und du darfst dich allein durchschlagen. Ja, okay. Das makes sense. Ich habe noch so eine leise Vorahnung. Hier sind Fallen, die müssen wir zerschießen, glaube ich. Ja, da haben wir keine Wahl.
Aber wir haben eine Wahl, welche Waffe wir nehmen. Ich nehme lieber die andere. Weil die Revolvermunition ein bisschen mehr Bums hat. Oh, ist die Waffe unruhig. Die Dinger sind ja der Hammer. So kann man es auch machen. So, ich muss vorsichtig sein. Ich. Ja, da liegt nämlich schon wieder einer. Wir haben jetzt wieder ordentlich Kugeln für den Revolver gekriegt. Das heißt, ich lade den mal durch. Ich habe das Gefühl, wir werden ihn gleich brauchen. Wenn jetzt aber wirklich einer um die Ecke kommt, versuche ich den noch zur Falle zu locken. Dann laufe ich weg. Ah, da unten ist noch eine Falle. Siehst du? Zurück. Gut, dann machen wir es so. Na toll. Na toll. Na also. Das waren jetzt drei Kugeln für eine Bombe. Oh, du hast Patronen übrig? Den Kommentar kannte ich noch nicht, aber er ist berechtigt. Okay, hier geht's schon mal nicht hoch. Wir könnten mal gucken. Gibt's hier was für uns? Was Feines? Ammo! Boah, acht Kugeln, Wahnsinn. Oh nein. Ich hab dich. Verdammt, Bill. Was ist passiert? Das ist noch eine von Bills Scheißfallen. Da, der Kühlschrank. Das ist das Gegengewicht. Okay. Ist das jetzt seltsam, dass ich da gerade so ein bisschen Kopfschwummen krieg? Schneid das Seil durch! So komme ich runter! Bin dabei! Ach nö. Joel! Scheiße, sie kommen! Ach. Ach komm, das darf doch nicht wahr sein. Ich treffe schon wieder nichts mehr. Komm schon. Nein, das muss ich durchladen. So. Ah, verfatz dich jetzt mit deiner Mütze hier. Komm. Tschüss. Und auf Wiedersehen. So, ich muss ja nicht an Kugeln sparen, Gott sei Dank. Ist das ein Klicker? Ach nö. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, lad schneller nach. Oh. Ein Stress ist das. Bereit, Ellie. Halt durch! Mach schneller, Ellie, komm! Scheiße! Alles okay? Ja! Los, du schaffst es! Hier! Danke! Verdammt nochmal! Oh, komm schon! Oh, ich krieg's nicht durch! Heil dich! Oh, der war gut. Der war richtig gut. Nein! So, gute Nacht. Nein, sie kommt. So. In den Arsch geschossen und jetzt reicht's aber dann auch mal wieder. Das schmerzt. Ich smashe den Button, ich smashe ihn, komm jetzt.
Runter! Oh! Welch freudige Überraschung! Nicht euer Ernst, scheiße! Ach, verdammt, das war jetzt total unnötig, die Aktion. Scheiße! Okay, wir sitzen durch, komm, hier! Lauf, Ellie! Verdammt! Holt der Schlüssel! Leute, hinter uns! Bill, na los! Hier ist offen, los, reißt mit euch! Schnell weiter, hier sind wir nicht sicher! Bill, sie kommen durch die Tür! Mach sie fertig, sonst kommen wir hier nicht raus! Ehrlich, zurück! Zurück! So, und du gehst jetzt auch mal schlafen. Okay. So. Gott verdammt, sie kommen her! Sie kommen her! Lauf weiter, hier! Ja, Ellie, mach doch! Los, Ellie, schnell! Ich lauf ja, ich lauf ja! Sie ist offen, na los! Mann, das war knapp. Danke für die Rettung und so. Ach, Ellie. Hey, was soll das? Joel! Bill. Was soll denn das? Dreh dich um und geh auf die Knie. Beruhig dich erstmal. Dreh dich um und geh auf die Knie. Jetzt mach schon. Jetzt mach mal lang. Scheiße! Wurdest du gebissen? Nein. Irgendein Ausschlag. Nein, verdammt, ich bin sauber. Wenn du auch nur zum... Verdammt nochmal! War's das? Ob's das war? Ihr kommt in mein Haus, löst alle Fallen aus. Ihr brecht mir beinahe den verdammten Arm. Und wer zum Teufel ist das? Und was macht sie hier? Es geht dich einen Scheißdreck an. Wir sind hier, weil du Joel was schuldest. Oh. Also mach sofort diese Dinge ab. Ich schulde Joel was. Soll das ein Scherz sein? Okay, machen wir's kurz. Ich brauche ein Auto. Oh, es ist ein Scherz. Joel braucht ein Auto. Tja, wenn ich eins hätte, das fährt, was nicht der Fall ist, warum sollte ich es gerade dir geben? Hä? Ja klar, Joel, kein Thema, nimm es doch. Nimm auch mein Essen, wenn du schon dabei bist. Na, so wie du aussiehst, hast du eh zu viel davon. Pass mal auf, du kleines Biest. Nein, pass du auf, du hast mir Handschellen. Du jetzt mal den Mund. Okay. Was immer ich dir angeblich schulde, so viel kann's nicht sein. Ehrlich gesagt, Bill, doch kann es. Na, ist doch egal, weil ich keins habe, das Pferd. Aber es gibt eins in der Stadt. Teile. Es gibt Teile in der Stadt. Das heißt, du könntest eins zusammenbauen. Okay. Wenn ich das mache, brauche ich Werkzeug dafür. Okay. Es ist auf der anderen Seite der Stadt. Du hilfst mir, es zu holen. Und vielleicht kann ich was zusammenschrauben, das Pferd. Aber danach schulde ich dir nichts mehr. Ist mir recht. In ein paar Tagen sind wir so oder so tot. Gut. Kommt mit. Die ganze verdammte Stadt ist vermint. Bleibt schön dicht hinter mir. Echt verlockend. Schluss jetzt. Okay. Was auch immer ihr braucht oder wollt, nehmt es euch einfach. Okay, danke. Also, es tut mir jetzt ehrlich leid.
aber anscheinend wird bei mir im Haus gerade rumgebohrt und das war leider in der Cutscene, wenn auch nicht zu hören, aber es hat verursacht, dass sie geduckt wurde. Das heißt, die Cutscene war kurzzeitig etwas leiser, das tut mir ehrlich leid. Ich hoffe, das hat jetzt nicht zu viel Umstände gemacht. Ich guck mal, vielleicht kann ich das nachträglich noch rausbearbeiten, also die Cutscene ein bisschen lauter regeln, noch ein bisschen an den Audioeinstellungen fummeln, vielleicht geht da noch was. Ansonsten ein bisschen doof. Wir haben jetzt hier 6:45 bei mir am Abend und dass dann noch umgebohrt wird, ist schon sehr interessant, aber Heimwerker schlafen halt nie, ne? Ich hab ja gesagt, die Ruhe nie. Die finden immer was. Genauso wie wir, wenn wir was finden. Mal gucken, was haben wir denn hier? Ah, wir haben ein Buch gefunden. Trainingsbücher. Messer hält einen Treffer länger. Das ist doch cool. Auch wenn das Buch schon ein bisschen, naja, ich sag jetzt mal vorsichtig, gelitten hat. Auf jeden Fall sah es schon mal besser aus. Und es wird weiter gebohrt. Jawohl, das ist doch wunderbar. Aber solange ich spreche, würde das keinen großen Effekt haben, hoffe ich jetzt mal. Ich weiß sowieso nicht, was das hier ist. Man wird es wahrscheinlich doch relativ deutlich hören, weil ich sogar durch die Kopfhörer das höre. Ja, ich kann halt jetzt auch nicht ausmachen, wann die fertig sind, um eine Pause zu machen. Weil auch ich muss ja irgendwann von, ich sag jetzt mal, von meinen Audiowellen her irgendwann leise sein, weil auch hier wollen die Leute ja irgendwann schlafen. Naja. Wann gibt es schon ein Let's Play ohne irgendwelche Pannen, ne? Okay, Ellie, los, komm! Lass die Tür nicht offen! Ich mach schon! Wir müssen zu dem Gebäude rüber! Die Treppe hoch! Beeilung! Bleib dicht bei mir! Unglaublich, dass du den Scheiß mitmachst, Bill. Du hättest es einfach sein lassen sollen. Er redet mit sich selbst. Du hast nicht übertrieben. Ich sehe mich hier oben mal kurz um. Für mich ist da oben nichts. Ja, für uns vielleicht. Wir kriegen noch einen Zettel. Hunter-Notiz. I saw a group of hunters coming dangerously close to town. Luckily a pack of infected chased them off. Reminder, put up more warning signs, let them know you're serious. Ja, das hat er ja gemacht, aber ich glaube nicht, dass die Infizierten lesen können. Das wäre dann schon sehr interessant. Wir machen uns mal noch ein paar Messerchen. So, ich gucke jetzt mal. Wir könnten uns noch einen Molotow machen. Und noch ein Medikit. Aber ich behalte jetzt erstmal die Materialien. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir hier einigermaßen sauber durchkommen. Mal durchladen. Ach, und wir können jetzt ja die Scheren mitnehmen, ja. Ich sage immer Scheren. Das sind ja eigentlich, ja, Klingenteile. Ist das richtig? Wirklich differenziert wird das ja nicht. Das Symbol ist halt einfach das für eine Schwertklinge, wollte ich jetzt schon sagen. Für eine Klinge halt. Eine einfache Lieferung. Und was sollst du abliefern? Die kleine Göre. Du mich auch. Herrlich. Naja, ich hoffe, du weißt, was du tust. Der Typ und ich werden keine Freunde. Also, wo geht's hin, Bill? In mein Zweitversteck. Aber Ellie ist auf jeden Fall wirklich schlagfertig. Das gefällt mir wirklich. Bill, komm! Wie ich schon sagte, wir müssen zur anderen Seite der Stadt. Dahin gehe ich sonst nicht. Da sind alle infiziert. Also brauchen wir mehr Waffen. Das ist doch schon mal ein guter Plan. Ich weiß noch gar nicht, was wir da kriegen. Es könnte sein, dass wir da eine Schrotflinte bekommen. Bin mir nicht sicher. So, schauen wir mal. Hier können wir ein bisschen Medizin tanken. Haben wir auch nötig nach den Sperenzchen, die wir zuletzt hatten. Die Waffe brauchen wir nicht. Unsere Eisenstange macht da gute Dienste. Okay. Komm, Bill, nicht einschlafen. Wir wollen heute noch überleben. Hm? Mal kurz schauen, haben wir hier was? Nein. Aber hier haben wir bestimmt was. Oder? Oh, darum wollte ich mich noch kümmern. Entspannt euch, alles okay. Sag mal, du hast noch nicht erzählt, was mit Tess ist. Ich dachte immer, ihr zwei seid unzertrennlich. Sie ist beschäftigt. Ja klar, beschäftigt. Sie hört sich an, als gäbe es Ärger im Paradies. Ja, sowas in der Art. Na, lecker. Okay. Herzlich willkommen in der Fabrik von Heinz Ketchup. Was ist das hier eigentlich? Sammy's? Okay, scheint auch so ein Restaurant zu sein. Ein Diner. Diner sind das ja immer.
Und warum repariert ihr nicht eins von diesen Autos? Oh mein Gott, du bist ein Genie. Ich meine, warum habe ich nie eins von diesen Autos repariert? Okay, sei nicht so ein Arsch. Ihre Reifen sind hin, die Batterien sind leer. War's das jetzt? Und ich will gar nicht wissen, wie es in den Motorblöcken aussieht. Neue Autobatterien gibt es nur noch beim Militär. Verdammt nochmal! Infizierte! Mist! Macht euch bereit! Okay, dann müssen wir es halt doch so lösen. So, burn, baby, burn. Das war unnötig. Aber gut, dass wir sie erledigt haben. Ich muss die Barrikaden prüfen. Wow, das Feuer tut tatsächlich weh. Ich dachte, das kann mir nicht wehtun, wenn es von mir selber kommt. Interessant. Holen und zum Osten. Er führt man Selbstgespräche. Mal wieder. Und dann muss man... Bill? Joel? Hier lang. Also, ich nehme einen Ziegel mit, aber das ist auch alles, was wir hier am Beutel bekommen, hier unten. Hoffen wir mal, dass wir woanders noch mehr kriegen. Könnten ein bisschen Munition brauchen und ein bisschen Gesundheit wäre jetzt auch nicht so falsch. Schau mal, vielleicht finden wir hier noch was. Das sieht doch nach einem Lagerraum aus. Du hast dir ein krasses Versteck ausgesucht, was? Weißt du, so schlimm die Dinger sind, man weiß, was sie wollen. Die normalen Leute machen mir Angst. Gerade du solltest das verstehen. Was soll das heißen? Gar nichts. Hält sie das Tor wirklich auf? Ja, siehst du, wir haben keinen Schlüssel. Also, wir wissen, was es bedeutet mit den normalen Leuten. Wenn ihr euch an Part 1 erinnert, dieser Soldat war nicht infiziert. Das hat auch einen großen Einfluss auf den gesamten Hergang. Okay, hier runter. Tja, da sind wir. Du fasst hier drin nichts an. Und du machst die Tür zu. Na dann mal los. Was? Ich brauche eine Waffe. Brauchst du nicht. Joel, ich komme schon damit zurecht. Nein. Du bleibst hier. Toll. Dann warte ich einfach, bis es mich erwischt. Das hier muss echt der beschissenste Job sein, den du je hattest. Das kommt hin. Was zum Teufel sagt Tess zu dieser Selbstmordmission? Das war ihre Idee. Ehrlich? Dann ist die Braut wohl doch nicht so schlau, wie ich dachte. Na, scheiß drauf. Im Ernst, bring die Kleine dahin zurück, wo sie herkommt. Bill, ich kann sie nicht einfach zurückbringen. Dann schick sie weg, lass sie eben allein gehen. Ich sag dir jetzt mal was. Es gab mal jemanden, der mir wirklich sehr wichtig war, weißt du? Mein Partner. Ich hab mich eben um ihn gekümmert. Und in dieser Welt bringt dir so ein Scheiß nur eins ein. Du gehst drauf. Und weißt du was? Von da an hab ich's geschnallt. Ich bin alleine echt besser dran. Bill, so ist das nicht. Schwachsinn. Es ist ganz genau so. Hey! Was habe ich dir auf der Treppe gesagt? Was habe ich gesagt? Ich räum hier doch nur deinen ganzen Scheiß auf. Finger weg! Verdammt nochmal. Wenn du sie weiter an der Backe hast, wird dir das irgendwann das Genick brechen. Können wir das jetzt bitte einfach durchziehen? Hier. Wir ziehen das durch. Und das werden wir tun, und zwar im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Dann würde ich mich selber ein Däumchen freuen und wir würden uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis denn. Servusle!